Creepy alter Mann. Weg hier. Also hier hätten wir dann wohl auch für unsere Sünde, die Priesterin angegriffen zu haben, Vergebung bekommen können, hätte sie uns wohl in Ruhe gelassen. Aber hey, wir haben es so geschafft. Das war schön, dass wir ihn gefunden haben. Also vor allem wegen den Zaubern für später eventuell. Aber es ist nicht das, was wir gesucht haben. Das heißt, wir suchen jetzt weiter. Dich aktivieren. Wir suchen jetzt weiter nach dem Vogelvieh. Weil es wäre schon sehr schick, den zu finden, weil er soll ja ein Händler sein. Was haben wir hier? Quite something ahead. Ist damit direkt hier gemeint, oder? Achso, das Ding hatten wir schon. Ja, hier sind wieder Häuser. Das heißt, hier könnte irgendwo ein Nest sein. Nest wäre wahrscheinlich oben. So, erstmal Dinge töten. Oh, da ist ja so ein Schießtyp. Die konnten wir vorher recht gut umgehen. Ich guck mal, ob ich die jetzt so ausschalten kann. Das sind genau die Klamotten, die der Typ verkauft, kann das sein? Also dieser Ablassprediger da. Der verkauft die Klamotten, die. Au. Nein! Komm her. Oh oh. Oh oh oh. Okay. Das ist nicht schön. Aber den hatten wir nämlich letztes Mal schon verloren gehabt. Ich dachte mir, oh, das ist jetzt bestimmt weg, den kriegen wir nicht wieder und so, bla bla. Den kriegen wir anscheinend wieder. Also ich muss nur ein bisschen schneller sein jetzt. Ich nehme mal das ganz schwere Geschütz. Lauf sofort. Ah, es war zu spät. Ja, zu früh. So, der war links rum, ne? Okay, ja. Ah, Mist, der. Nicht, komm da runter. Wo ist das? Ah, ist weg. Oh, Chunk. Sehr schön. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Chunk von der Leiche hier ist oder von dem Twinkle-Ding. Also wir sollten auf jeden Fall nochmal gleich gucken gehen. Wir sollten dann später die Homing Soul Mess aktivieren, bevor wir durch die Tür da oben durchgehen und dann rechtzeitig auf den kleinen Spruch hier wechseln. Jetzt erstmal hier runter. Hier schaut okay aus. Oh. Weg. Was bist du? Au. Du bist tot. Au. Rein, 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 rein. Oh, hallo. Zu. Du hast dir kein schönes Haus ausgesucht. Die sind überall. Und du hast auch sehr interessante Nachbarn. So, wo ist das Spinnending? Da hinten ist ein Spinnending. Mach das Spinnending tot. Ich will nicht, dass wenn ich mit dir rede. Elende, ausweichende. Ah. Okay. Also, keine schöne Gegend für ein Haus. Definitiv nicht. Was machst du hier unten? Du bist ein Vogel, du musst oben ein Nest haben oder so. Aber na gut, das sind wohl nur Vorurteile. Gepusht. Simulieren mit deiner Einrichtung. Flame Butterfly, okay. Oh, we meet again, kind traveler. Das sind ganz schön creepige Puppen. This is my workshop. In your tongue, I believe I would be called a blacksmith. I create all manner of equipment. Using an ancient technique unique to my people. Normally I only cater to a very select few. But I have a debt to you. I will craft one thing of your choice. My wares are far from ordinary. I am certain that they will please you.
no payment this time. But you must bring me a wondrous soul. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. Okay, also wir können hier mächtige Waffen herstellen. Ich glaube, sie hat aber einen kleinen Übersetzungsfehler drin. Also ich meine jetzt nicht vom Koreanischen ins Englische, von dem Spieleentwickler her, sondern der Charakter. Es ist ja nicht die eigentliche Sprache, die sie spricht. Es ist ja nicht ihre Muttersprache sozusagen. Die wird ganz anders klingen. Sie hat halt nur versucht, menschlich zu sprechen. Weil ein Schmied hier? Du hast hier keinen Ofen, du hast keinen Amboss, du hast kein gar nichts. Handwerker wäre, glaube ich, ein besserer Begriff. Oder Puppenmacher. Wohl eher. Aber wie auch immer kommst du dann zu den ganzen Schwertern und anderen Sachen, die du herstellst. Das ist schon sehr komisch. Aber egal. Wir wollen kaufen. Lauter Deckszeug. Und eine Armbrust. Bolzen. Oh, Flame Butterflies. Unendliche sogar. Das ist sehr gut. Und 10 Kräuter. Homing Soul Arrow. Und nochmal die Soul Mass. Und Fall Control? Ja, verringert Fallschaden. Sehr gut. Also abgesehen davon, dass wir hier jetzt tolle Waffen herstellen können mit unseren großen Boss-Seelen. Wir haben ja noch Zaubersprüche, die wir kaufen können. Das heißt, ich werde erstmal gucken, ob ich noch irgendwelche Batterien habe, die ich öffnen könnte. Nee, habe ich nicht. Nur diese 3 kleinen Dinger hier. Was schade ist. Und ich habe 2 Estus Flask Shards schon, die ich demnächst mal benutzen sollte. Ja gut, dann gucken wir mal bei den Waffen. Und wir können ja gucken, welche Seelen für welche Waffen sind. Und wenn wir sehen, dass eine Seele... Ja, wir wissen nicht, ob es noch andere Schmiede gibt. Ich wollte gerade sagen, wir könnten gucken, ob meinetwegen jetzt die Seele von der Skorpionkönigin, wenn die nichts herstellt für einen Magier, dass wir die Seele dann einfach öffnen, um an die Seelen ranzukommen. Aber ich glaube, das sollten wir lieber lassen. Ja, gucken wir mal. Ja. Kaufen? Nein. Reinforce? Achso, sie kann auch normale Schmiedearbeiten machen. Das ist schön, aber... Trade? Ah, Trade, okay. Spider Fang ist ein Schwert. Das da ist auch ein Schwert. Eine Axt und ein Speer. Die brauchen jeweils unten Old Dragonslayer Soul, Soul of the Rotten, Soul of Duke Deafreya und Soul of Duke Deafreya. Ja, haben alle recht hohe Anforderungen. Außer vielleicht das Ding hier. Shield Piercing. Ja. Aber kein Stab für uns leider. Das ist schade. Aber gut, behalten wir im Hinterkopf. Wenn wir noch weitere Seelen bekommen, gehen wir hier hin und gucken. Und jetzt kaufen wir mal Fall Control. Wie oft springen wir irgendwo runter? Und da können wir den Katzenring eigentlich anlegen. Nee, ich glaube, ich nehme lieber Homing Soul Arrow mal zum Ausprobieren. So, noch was zum Reden? The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. Oh. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. Ja, also nicht jeder wird das benutzen können. Oder es ist nicht für jedermann gedacht. Das ist auch recht naheliegend, denn nicht jedermann ist in der Lage, so eine große Seele zu bekommen. Ne? Ich kann mir jetzt nicht so einen Bauer mit einer Pike vorstellen, der zu dem Rotten hingeht und den dann umbringt. Ja, aber okay. It's hard to believe now, but this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. Schon wieder sagen mir Frauen, dass ich den König töten soll.
It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land. A pale beast that lived long, long ago. We don't even know what exactly it was. If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look. Werden wir machen. Do you find me strange? Ja. You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. That mix of curiosity, fear, and revulsion. Well, it hardly concerns me. The nature of an item is... Ah, das kennen wir schon. Okay. Ich denke aber nicht, dass sie nach Majula kommen wird. Ah, muss sie auch nicht. Wir wissen jetzt, wie wir hinkommen. Also, wir wissen, wie wir hinkommen. Es ist nicht unbedingt sicher. Und wir wissen auch nicht, wie wir wegkommen. Außer beim Knochen. Ja, aber ja. So, hier war irgendwo jetzt noch ein Haus. Genau, hier. Au. Oh, wo ist der Typ? Da. Mist. Ah, und die haben diese Homing-Dinger. Hihihi. Nicht aus Versehen die Vogelfrau treffen. So, lauf, 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 lauf. Roll. So, schnell. Komm schon. Und roll dich. So, alles sicher hier drin? Ja, okay. Loot. Eine Banditenaxt. Tür lassen wir jetzt offen, falls wir hier nochmal rein wollen. Schwusch. Oh. Hallo, Spinnchen. Ja, komm schon. Kaputt? Ja. Hier nix, da nix, da nix. Da ist die Vogelfrau. Hier reingucken. Oh, Kiste, Kiste. Sehr gut. Ting. Zauberstab, 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 Zauberstab. Oder eine Robe. Soul Vortex. Und eine Crescent X. Oh, einer für uns. 37 Int braucht er. Das muss schon mal gut sein, oder? Ein schwer auszuweichender Spruch. Also ähnlich wie der Homing-Spruch, nur halt mehrere davon. Also Mischung aus Homing und der Shotgun. Okay. Oh, wir haben schönes neues Spielzeug. Hier ist nichts, Wände checken. Nee, okay. Oh. Weg, 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 weg. Irgendwo ist so ein komisches Augending. Genau da. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von irgendeinem Einbruch oder so. Uah. Trink. Genau, also hier hinter ist das Gebiet, wo wir eben gerade herkamen. Das heißt, hier geht es dann zu diesem Boden, der so komisch stachelig war. Hier sollten wir uns nochmal umgucken. Weil wir haben damals recht viel übersprungen. Wir wollten halt einfach nur weiter. Unter anderem haben wir das Haus auch von der Vogelfrau übersehen. Auch wenn sie da noch nicht drin war, weil sie noch gefangen war. Irgendwas haut gerade irgendwo was kaputt. Swoosh. Swoosh. Secret? Nein. Ich will jetzt ganz, ganz, ganz viele Bosse töten, damit wir irgendwann eine
Bosswaffe als Stab bekommen. Das wäre super. Wir laufen immer noch mit dem Anfängerstab rum. Ist ein bisschen mau.